Wer auf Reisen ist, braucht Geld. Meist Geld in der entsprechenden Landeswährung. Dabei kommt es auf drei Dinge an. Schutz vor Verlust. Wenn das Geld verloren geht oder gestohlen wird, soll es möglichst schnell wieder ersetzt werden. Bargeldbezug. Rund um die Uhr, ohne eine Bank suchen und auf deren Öffnungszeiten achten zu müssen. Preis. Es soll möglichst günstig sein. Die klassischen Reisezahlungsmittel Bargeld, Traveler's Checks, Kreditkarten und Maestro-Karten haben alle ihre Vor- und eben auch Nachteile. Bargeld ist riskant, weil es bei Verlust nie ersetzt wird. Dafür ist es die billigste Variante und wird überall akzeptiert. Traveler's Checks werden bei Verlust schnell und günstig ersetzt. Eingelöst werden sie von Banken und Wechselstuben, aber nur während den Schalteröffnungszeiten. Kreditkarten sind praktisch zum bargeldlosen Bezahlen und für Reservationen. Bei Verlust werden sie in der Regel schnell ersetzt. Der Bezug von Bargeld am Automaten ist damit aber teuer. Maestro-Karten werden bei Verlust nicht ins Ausland geschickt. Außerdem ist damit ein direkter Zugriff auf das Bankkonto möglich. Maestro-Karten funktionieren weltweit an Bankomaten und damit ist der Bargeldbezug rund um die Uhr sichergestellt. Die Gebühren sind relativ günstig. Bei Swiss Bankers Prepaid Services hat man sich gedacht, dass es doch möglich sein muss, ein Produkt mit mehr als zwei Gutzeichen zu machen. So ist Travel Cash entstanden. Am Anfang stand der Bankomat. Es gibt ihn rund um die Welt. Mehr als 1 Million in über 120 Ländern. Das dichteste Automatennetz der Welt. Die idealen Geldbezugsquellen für Reisende also. Es ist immer einer in der Nähe und sie sind rund um die Uhr geöffnet. Außerdem stehen in über 10 Millionen Geschäften in Europa und anderen Ländern Kartenterminals für das bargeldlose Bezahlen bereit. Von Anfang an war klar, Travel Cash ist eine Karte, die wie die Maestro-Karten an allen Bankomaten der Welt funktionieren muss. Ohne direkte Verbindung zum Bankkonto und schnell ersetzt, wenn sie mal abhanden kommt, weltweit. Travel Cash ist die Lösung. Je nach Destination entscheidet sich der Kunde für eine Karte, die mit Euro, Dollar oder Schweizer Franken geladen wird. Für Europa oder die USA sind Karten in den Landeswährungen günstiger als Schweizer Franken. Außerdem ist es für den Kunden transparenter, wenn die Kartenwährung mit der Lokalwährung übereinstimmt. Für alle anderen Destinationen empfiehlt sich Travel Cash in Schweizer Franken. Die Karte muss zu Beginn mindestens mit 100 Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar geladen werden. Das Maximum sind 10.000 Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar. Es gibt keine jährliche Kartengebühr für Travel Cash. In der Regel werden beim Kauf 1% Ladegebühr durch die Bank verrechnet. Pro Bezug am Automaten bezahlt der Kunde 3 Euro oder Dollar, respektive 5 Franken. Bei direkter Bezahlung im Geschäft fallen 1 Dollar oder Euro respektive 1,50 Franken an. Ausgestellt wird die Karte entweder direkt auf den wirtschaftlich Berechtigten, der dessen Konto für das Laden belastet wird, oder aber auf den Namen einer Drittperson, beispielsweise eines Kindes oder Partners. Maximal können 5 Karten pro wirtschaftlich Berechtigten aktiviert werden. Zusammen mit der Karte wird immer auch der Travel Cash Guide abgegeben. Darin findet der Kunde alle Anleitungen und die Servicenummer. Bei Verlust oder Diebstahl wird die Karte gratis gesperrt und zusammen mit dem Kartenwert ersetzt. Der sofortige Ersatz erfolgt weltweit, gratis per Kurier. Aber das ist nur die eine Seite des Produkts. Auf der anderen Seite muss ein Reisezahlungsmittel für den Vertriebspartner interessant und einfach sein. Swiss Bankers Prepaid Services hat deshalb alles daran gesetzt, dass ihre Vertriebspartner das Produkt Travel Cash einfach und erfolgreich verkaufen können. Nebst einem guten Produkt braucht es dafür einfache und logische Abläufe und Hilfsmittel. Zentrales Element sind das Travel Cash Portal www.travelcash.ch und das Verkaufssystem.
Hier können alle Informationen für die Beratung des Kunden abgerufen und die Daten für den Verkauf einer neuen Karte schnell und einfach erfasst werden. Auf der Seite www.travelcash.ch finden sich Informationen zu allen Reisedestinationen mit detaillierten Empfehlungen bezüglich der geeigneten Reisezahlungsmittel. Die Informationen sind auch in einer druckbaren Version verfügbar und können so dem Kunden direkt im Beratungsgespräch zur Verfügung gestellt werden. Im Verkaufssystem können die Kundendaten sicher erfasst und übermittelt werden. Nach der Übermittlung der Kundendaten wird die Karte von Swiss Bankers geladen und dem Kunden zusammen mit dem PIN-Code, dem Internet-Code und dem Travel Cash Guide innerhalb eines Arbeitstags zugeschickt. Alternativ kann die Karte auch von der Verkaufsstelle überreicht werden. Weil man sich einen persönlichen PIN leichter merken kann, sollte der Kunde gleich nach dem Erhalt der Unterlagen den PIN ändern. Ein Anruf auf die Swiss Bankers Hotline und schon hat der Kunde einen PIN, den er nicht vergisst. Unterwegs kann der Kunde mit dem Internetcode weitere Informationen im Internet abrufen. So auch eine Kontoübersicht mit den Bezügen und dem Saldo seiner Karte. Natürlich kann er seine Travel Cash Karte auch von unterwegs jederzeit wieder aufladen. Je nach Vertriebspartner geht das per Internet über E-Banking oder per Telefon. Sein Berater belastet das Bankkonto und erfasst dann einfach den Betrag wieder im Verkaufssystem. Innerhalb kürzester Zeit ist die Karte wieder aufgeladen. Im Verlustfall wendet sich der Kunde direkt an den Swiss Bankers Kundenservice. Unter der Nummer plus 41 31 710 12 15 ist 7 Tage die Woche Service garantiert. Unbürokratisch und schnell wird dem Kunden per Kurier eine neue Karte zugestellt. Weltweit und kostenlos. Nach der telefonischen Bestätigung durch den Kunden wird die Karte sofort aktiviert und kann wieder eingesetzt werden. Travel Cash Karten sind sehr lange gültig und auch nach Ablauf der Gültigkeit geht das Kartenguthaben nicht verloren. Bis 5 Jahre nach Ablauf der Karte wird das Guthaben auf eine neue Karte übertragen. Weil die Karte ja wieder aufladbar ist, kann sie natürlich auch für die nächste Reise wieder verwendet werden.